Da piepst aber jemand, was piepst? Oh, woher genau kenne ich die Musik, die hier im Hintergrund läuft? Ich habe das schon mal irgendwo gehört, aber ich weiß nicht wo. Das ist gerade ein ganz komisches Déjà-vu, das ich habe. Ich kenne das, ich kann es aber nicht einordnen und ich weiß auch nicht, woher ich es kenne. Das macht mich kirre. Und damit willkommen zu einem Spiel namens Border Officer. Ich habe das in den letzten Wochen hier und da mal auf YouTube gesehen und habe mir gedacht, das könnte ich eigentlich auch mal spielen. Ich weiß nicht wirklich, worum es hier geht. Ich weiß nur, es ist ganz offensichtlich ein bisschen von Papers, Please inspiriert. Und mit inspiriert meine ich, es ist mehr oder weniger dasselbe Spiel. Aber es hat zu der Tatsache, dass man quasi an der Grenze sitzt und gucken muss, wer rein darf. Und wenn nicht noch mehr Sachen, die man außen rum macht, irgendwie sowas. Es ist anscheinend jetzt nicht das polierteste Spiel. Es ist ein bisschen trashy. Nicht ganz so trashy wie zum Beispiel Thief Simulator, das spielt in einer ganz eigenen Liga, aber es ist jetzt nicht auf Hochglanz poliert. Ich hoffe trotzdem, dass das recht unterhaltsam wird. Ich klicke auf neues Spiel und ich bin sehr gespannt, was ich in meinem neuen Job als Border Officer so mache. So, das kann jetzt ein bisschen dauern, die erste Ladezeit ist unglaublich lang. Wir sehen uns in 5 Jahren, ne? Oh, bitte, was ist jetzt mit dem Seitenverhältnis passiert? Die Auflösung und alles hat sich umgestellt. Ich muss die Tür öffnen, ja, ich muss erstmal das Spiel wieder in den Griff kriegen. Warum ist die Auflösung wieder so hoch? Warum ist die Grafik wieder auf Ultra? Ja, ich komme ja gleich. Ich muss nur kurz gucken, ob alles so eingestellt ist, wie es gehört. Es klopft an der Tür und ich muss anscheinend die Tür aufmachen. Hi. Ich habe hier geschlafen in diesem wunderhübsch eingerichteten Haus. Wer bist du? Du bist meine Ehefrau. Das heißt, man muss sich auch um die Leute kümmern wie in Papers, Please. Okay, und sie steht einfach nur da und macht die Tür nicht auf, weil ich jetzt die Tür aufmachen darf. Alles klar, wer ist das? Meine Schwiegermutter. Hexe? Okay, und hier hängt mein Onkel in der Ecke rum. Alles klar? Und das ist mein Sohn. Das heißt, ich habe ein paar Familienmitglieder, um die ich mich kümmern muss. Und unser Fernseher steht auf Kisten. Anscheinend. Oder auf Betonblöcken. Ich habe keine Ahnung, wir leben ein sehr gutes Leben. Ich komme ja, mein Gott, hier ist die Tür. Drücken Sie eh, um die Tür zu beeinflussen. Mit Jedi-Kräften oder was? Hi. Spricht er im Real Life mit Funk oder was? Was soll das denn? Ein Brief. Okay. Vertrag. Sie wissen, wir haben uns entschieden, das Grenztor zu öffnen. Und hier bieten wir den Menschen neue Jobs. Ach, es ist so schön, so Spiele, die nicht professionell übersetzt wurden. Die Sätze sind immer so süß, weil sie so simpel gebaut sind. Die Verlosung im März wurde bekannt gegeben. Ihr Name kam aus der Liste. Glückwunsch, Sie haben jetzt einen Job. Wir entschuldigen uns für den verspäteten Briefversand. Wir haben dir ein besonderes Auto gesetzt. Jetzt bin ich auf einmal du, ne? Sie kennen das Haus bereits. Du bist schon umgezogen und es gibt auch einen Busservice. Bitte unterschreiben Sie den Vertrag. Zeichnen. Okay, Viva Stavronska, das ist quasi deren Version von Astotska. Alles klar, ich unterzeichne den Vertrag. Ich werde im Auto warten, sei nicht zu spät. Ich unterzeichne den Vertrag und ich schätze, wir gehen zur Arbeit. Das hier ist also das wunderschöne Land von Stavronska. Ich habe den Namen fast schon vergessen. Aber so sieht's hier aus. Und hinter unserer Hütte ist einfach ein gigantischer Zaun. Was ist das denn? Warum ist der Zaun so groß? Der sieht irgendwie aus, als würde er auf die doppelte Größe gestreckt, weil das ist irgendwie nicht richtig. Keine Ahnung. Muss ich jetzt selber fahren? Ich muss auch noch selber fahren. Drücken Sie F, um das Auto zu betreten. Tschüss übrigens, Familie. Ich habe jetzt einen Job, ne? Ich muss los. Mein Name wurde gezogen. Ich bin jetzt berufstätig. Geradeaus, Mann. Die Straße führt uns zur Grenze. Lass mich im Stich laufen. Okay. Auto läuft. Oder nicht, ich muss noch Handbremse lösen. Okay, jetzt. Das ist auch ein Autofahrsimulator, ich muss noch die Handbremse lösen. Du musst jeden Tag diesen Weg gehen, verpasst deine Chancen nicht. Der Mann vor Ihnen wurde wegen Bestechung entlassen. Das heißt, ich muss auch aufpassen, von wem ich Geld nehme. Alles klar. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Inspektoren an die Grenze kommen. Es ist wie... Papers, please. Pass mal auf, wo du hinfährst. Die Leute hier fahren einfach abseits der Straße. Was ist das für ein Land? Okay, irgendwas mit Miete bezahlen. Sie werden nicht genug bezahlen. Wenn Sie Ihre Miete nicht bezahlen, sind Sie fertig. Alles klar. Und... Man bremst mit Space, nicht mit S. Normalerweise in jedem anderen Spiel ist Space, also Leertaste, die Handbremse. Hier nicht. Bitte, was? Wir haben auch eine normale Straße. Das gibt's ja nicht. Das ist die Autobahn, Mann. Sie können hier viele Bedürfnisse beheben. Beziehen, essen, sogar spielen. Das heißt, ich kann hier sogar ein bisschen Geld wetten. Sie können jagen. Wenn du einen Wolf findest, versuch ihn zu zähmen. Was? Alles klar. Übermorgen, Sie können mit dem Bus zur Arbeit fahren. Einer vor seinem Haus. Das heißt, ich kann das Auto nehmen oder den Bus. Aber Geld bedeutet in Stavronska alles. Sie müssen lernen, ihr Geld zu sparen. Da steht einfach... Stand da gerade ein Steinbock auf der Straße oder sonst ein Viech mit Hörnern? Wir sind endlich da. Viel Glück für dich, Kumpel. Dankeschön. Wo parke ich die Kiste? Direkt vor der Tür und dann gehe ich einfach auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Schatz. Handbremse. Und dann Auto verlassen. Ich sag dir...
Auto verlassen. Okay, alles klar. Ich bin da. Ich bin bereit für meinen Job. Meine Energie ist schon ein bisschen niedrig, mein Glück auch. War eine lange und langweilige Fahrt. Wo genau muss ich mich jetzt melden? Und was ist das für eine Rennanimation? Die linke Hand macht er so und die rechte macht so. Alles klar. Hier arbeite ich anscheinend. Habe ich eine Tür? Vielleicht? Eine Hintertür in meinen Arbeitsplatz? Hier, tatsächlich, es gibt eine Tür. Öffnen. Um die Tür zu beeinflussen. Ich finde es nach wie vor lustig. Okay, cool. Das ist mein Tisch. Beginne zu arbeiten. Wie genau funktioniert das? Ich freue mich auf das Tutorial bei der Übersetzung. Das wird hervorragend. So, es ist sogar fast dasselbe Logo. Es ist fast dasselbe Logo wie Astotskaros Papers, please. Ich muss den Computer einschalten. Okay. OS. Mit welchen Betriebssystemen arbeiten wir? DeckSec. Ist das eine Anspielung auf DeadSec aus Watch Dogs? Ist das Windows XP? Ich kenne diesen Ladebalken. Ja, benutzen wir... Es ist Windows XP. Wunderbar. Die Hochzeit der Windows-Betriebssysteme. Nice. Okay, Speech. Speech 100. Re-Upload. Stamp Art. Tutorials. Map. Ankündigung und Exit. Okay, wir haben eine Ankündigung. Wer die Grenze von... Wer die Grenze von Stavronska überqueren möchte, benötigt eine Einreisegenehmigung. Okay, das heißt, hier stehen die Regeln drin. Das heißt, wer rein will, braucht eine Einreisegenehmigung. Das ist klar. Dann einmal Tutorial, bitte. Tutorial. Tut für Dokumente. Schauen Sie sich Dokumente alle an, die gekommen sind. Wählen Sie, ob es passieren wird, dann den Pass stempeln. Wenn Sie versehentlich einen Stempel drucken, können Sie ihn erneut drücken. Der letzte Ausdruck ist gültig. Was? Ich kann nicht ganz folgen. Sniper-Shot, was? Einige Leute schmuggeln Sachen. Diese dürfen die Stavronska nicht betreten. Der Dieb hat das Bett deines Onkels gestohlen. Während ich nicht da bin, tanzen zu Hause die Mäuse auf den Tischen und das Bett wird mitgenommen, oder was? Wenn jemand einen Eintrag vornimmt, ertönt der Alarm. Sie haben die Berechnung, die Box mit dem Alarmton zu öffnen. Okay. Das heißt, wenn irgendjemand rein will mit irgendwas, was er nicht darf, dann darf ich die Knarre aus der Kiste holen. Ist das das, was da steht? Ich glaube schon. Und dann hier noch irgendwas. Schaltfläche erneut hochladen. Wenn Sie Dokumente verloren haben, die Ihnen die Bürger zur Verfügung gestellt haben, mit dieser Schaltfläche können Sie Dokumente erneut hochladen. Stempel R, wenn Sie den Stempel verlieren. Stempel wiederherstellen, indem Sie draufklicken. Oh Gott, das ist mein Gehirn. Das tut ja weh beim Lesen. Wenn Sie eine neue Ankündigung ausgegeben wird, wird die benachrichtigte Schaltfläche in der Ankündigungsschaltfläche angezeigt. Weißt du nicht, die Ankündigung... Ja, okay, das ist klar. Das habe ich schon rausgefunden. Und dann Festnahme. Es gibt einen Festnahme-Button. Nice. Es ist wirklich wie Papers, Please. Sie können verdächtige Personen verhaften, aber vielleicht verhaften Sie nicht alle. Die einzigen Menschen, die Sie als Bedrohung sehen. Personen, die auf der Fahndungsliste stehen oder illegales Material mit sich führen. Oder Agenten. Okay, wenn Sie jemanden verhaften, der nicht schuldig ist, werden Sie bestraft. Viva Stavronska. Ah, ich kann den nächsten aufrufen. Okay, dann würde ich sagen, wir legen los. Muss ich auch dann die Leute immer scannen? Um dann zu gucken, dass sie nichts dabei haben. Ich habe keine Ahnung. Da ist schon der erste glückliche Kunde des heutigen Tages. Stilecht im Trainingsanzug. Lass mich schnell gehen. Ich bin in Eile. Ich kann die Dokumente sehen. Einmal Einreiseerlaubnis. Das wäre ganz toll. Ich bin ein Tourist. Ja, das ist toll. Dokument aufnehmen. Ah, okay. Kann ich zwei? Ich kann zwei aufnehmen. Alles klar. Der Name. Ich muss den Namen abgleichen. Die Passport Number. Ob er quasi sagt, dass er Tourist ist, weil hier steht, er ist Tourist, und das Geburtsdatum. Der Name ist richtig. Die Nummer sieht auch gut aus. Das Geburtsdatum ist auch korrekt. Und er sagt, er ist Tourist. Das passt. Okay, soll ich ihn noch scannen? Ich meine, warum nicht, wenn ich das schon habe? Ein Löffel. Okay, warum auch immer er einen Löffel einstecken hat. Aber der Typ... Nein, nicht der nächste. Jetzt lege es... Wie lege ich es weg? Ist das dein Ernst? Das ist Q. Die Taste ist Q, wie auch aus dem Rechner rausgehen. Das macht irgendwie Sinn, aber es ist trotzdem bescheuert. So, jetzt wirst du abgestempelt. Und dann raus hier. Drücke die Leertaste, um zu stempeln. Bums. So, dann... Muss ich beides stempeln? Nee, muss ich nicht, ne? Ich muss nur... Hier, kannst du wieder haben? Hier, raus. Bitte lass mich rein. Ich habe meine Einreiseerlaubnis gestohlen. Hier wird viel gestohlen, solltest vorsichtig sein. Ich bin nur ein einfacher Bauer. Wenn du mir vorbeigehst, werde ich dich bezahlen. Also was er mir sagen möchte ist, er hat keine Einreiseerlaubnis. Die wurde ihm geklaut. Nicht er hat sie geklaut, die wurde ihm geklaut.
Jo, er hat aber keine. Und weil, ich wollte gerade sagen, Astotzda, weil Stavronska beste Land ist, ja, ist das leider von mir ein Hell no to the no, no, no. So viel Spaß. Der Untertitel. Relatable. Absolut relatable. Ich muss mal ein bisschen, warte mal. Ich muss mal ein bisschen aufräumen, das Zeug liegt hier zu sehr in der Gegend rum. Das sieht ja furchtbar aus. Macht auch einen schlechten Eindruck nach außen. Na, dann die Leute, die hier kommen. Das ist dann, was ist mit deinen Haaren los? Was ist das denn für ein Effekt? Was ist der Zweck ihres Besuchs? Seid ihr Jungs seelenlos? Nein! Kennst du irgendwelche guten Plätze im Inneren? Sag mir doch einfach, was du hier willst. Arbeit anscheinend. Okay, das sieht richtig aus. Das Geschlecht passt auch. Die Nummer passt auch. Gibt's am ersten Tag überhaupt irgendwen, der... Wobei, das gab ja gerade einen, der nicht rein darf. Aber irgendwen, wo das richtig versteckt ist. Ich glaub's nämlich nicht. Das sieht alles sehr gut aus. Leg das weg. Dann... Oh, da piepst aber jemand. Da piepst aber jemand. Was piepst? Das ist ein Detain. Bitte lass mich gehen, ich bin nicht schuldig. Das Ding, was gepiepst hat, sagt aber was ganz anderes. Soldat, schaffen Sie sich heraus. Okay. Jo, das... Was? Ich sehe, wie ich gerade gehört habe, ist das nicht ein Verhaftenknopf. Also schon ein Verhaftenknopf, aber sagen wir so, wir sparen ein bisschen Gefängnisplatz. Wir bringen sie einfach in die... Was? Alles klar, kommen einfach random Leute und schleppen sowas hier rein. So, und dann wünsche ich viel Spaß in unserem wunderbaren Land. Ich denke, das ist die Farbe, die am besten zum Pass passt. Grün. Was? Sie haben einen Fehler gemacht. Was für ein Fehler? Falscher Ankunft. Ich habe nicht auf den Untertitel geachtet. Okay. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, dann kommt das Windows XP Error Geräusch. Das gruseligste Geräusch meiner Kindheit. Danke, Spiel. Jetzt habe ich Flashbacks. Und das war's. Der Tag ist vorbei. Ich habe jetzt gerade noch einen Fehler gemacht. Ich habe jemanden aus einem Land reingelassen, was nicht existiert. Ich glaube, ich hätte mir die Karte angucken müssen, ne? Ja, ich hätte mir die Karte angucken müssen. Ich wusste nicht, also ich wusste, dass es eine Karte gibt. Ich habe die Schaltfläche ja gesehen. Ich wusste nur nicht, wofür das ist. Das ist wie die Staatenkarte aus Papers, Please. Wenn halt ein Land da steht, was nicht existiert, darf man ihn nicht reinlassen. Ich muss wieder hier reinkommen. Ich habe, also es ist im Prinzip ja dasselbe Spiel. Ich habe es nur das Prinzip total verlernt. Computer runterfahren. Jawohl. Und mit der F-Taste vom Sitz aufstehen. So, das war jetzt nicht der beste erste Arbeitstag. Aber ist ja nur zum Aufwärmen. So, ich habe insgesamt 28, was auch immer das ist. Alles klar, das heißt, ich verschwinde einfach nach Hause und dann gucke ich, was ich mit meinem Onkel mache, der ein neues Bett braucht, weil sein Bett ja geklaut wurde. Warum auch immer man ein Bett klaut, ich frag nicht. Ah, ich bin zu Hause bei meiner wundervollen, überhaupt nicht merkwürdigen Familie. So, jetzt klären wir die Situation mit dem Bett. Schätze ich, ich habe keine Ahnung. Hier ist die Bushaltestelle, die brauche ich auch, weil ich habe, glaube ich, nicht genug Benzin, um zurückzufahren. Ich hätte vielleicht tanken sollen. Das war ein Fehler. Hi. Meiner Ehefrau geht's gut. Onkelchen? Ich meine, braucht er überhaupt ein Bett? Der liegt doch eh immer nur in der Gegend rum. Onkel. Hey Mann, kannst du mir was zu trinken bringen? Nein. Sieht aus, als würde mein... Was? Gib Bier? Oder gib Medizin? Ich glaube, ich habe keins. Nee, ich muss irgendwo ein Bier finden. Das ist so bescheuert. So, ein Hallöchen. Dad, könntest du mir etwas Schokolade besorgen? Der Geschmack war sehr gut. Beobachtung. Er mag Schokolade. Nein, echt, Sherlock. Das heißt, wir auch Bier für ihn, Schoki für ihn. Und was? Wenn sie mir Geld geben, werde ich ihre Beziehung zu jemandem regeln. Okay, sie ist gierig. Das heißt, wenn ich ihr kein Geld gebe, dann wird sie versuchen, meine Beziehung mit meiner... Frau kaputt zu machen? Was war das gerade? Schatz, du hörst doch nicht etwa auf die wahnsinnige Alte. Kannst du mir auf dem Weg nach Hause Zigaretten holen? Das ist die beste Schallfläche. Ich habe gerade keine. Regeln war wann anders. Ja, ich bin gerade extremst fertig. Und ich habe außerdem keine Kohle. Aber hier ist ein Bierkasten.
Hier. Nein, nicht ich. Nicht ich. Mein Onkel. Das ist. Jetzt hat er das selbst gesoffen. Und ich schlafe natürlich auch in voller Montur. Weil, warum nicht? Ne? Miete minus 7, kein Essen im Kühlschrank, im Ofen ist nichts zu verbrennen. Alles klar, es wäre auch sehr schön, wenn das Spiel mir das sagt, was ich vielleicht machen muss. Dass ich mich auch noch um Lebensmittel kümmern muss. Ich habe gedacht, ich muss mich um die kümmern, aber nein, ich muss mich auch noch um Lebensmittel und Hitze kümmern. Aber nein, das sagt dir das Spiel einfach nicht. Ich kann keine Zeit mit Schlaf verschwenden, ich muss arbeiten. Mir ist gerade aufgefallen, ich kann erstens mal den Herd benutzen und zweitens habe ich anscheinend was drin, was ich da reinmachen könnte. Kohle. Ich sollte es in den Ofen stellen, ja, bitteschön. Ist das auch besagter Ofen? Ja? Ich glaube, das passt so, keine Ahnung, im Kühlschrank ist nichts zu essen. Ich habe Beans dabei, deswegen stelle ich das da rein und ich habe sogar Zigaretten dabei. Das heißt, bitteschön, jetzt geht's dir besser. Willst du gerade nochmal einen? Hm? Ah ne, jetzt habe ich keine mehr, okay. Das heißt, ich hatte tatsächlich ein bisschen was dabei. Und mit I öffne ich das Inventar, was das Spiel dir auch niemals sagt. Aber was ich jetzt rausgefunden habe. So, ich mache mich auf in Richtung Arbeit. Guten Morgen, General. Ich bin der General dieser Grenze. Hey, ich habe sogar richtig getippt. Ich mag keine Leute mit Sushi. Das ist wunderbar. Aber ich muss trotzdem noch gucken, was das aktuelle Announcement ist. Was haben wir als zweites? Okay, ein zusätzlicher Einwohner von Krasnojew müssen eine zusätzliche Genehmigung haben. Okay, und die Wanted Exe Anwendung. Alles klar. Kann ich da auch. Nee, ich kann die Fenster nicht mal verschieben. Das ist total blöd. Was bist du denn für eine? Hi. Hi. Wir sind SCP. Was? Habt ihr nicht irgendwas anderes zu tun? Zum Beispiel die Welt zu retten? Eine Nachricht zum Lesen. Okay, schon bald kommt das Angebot, treten Sie uns bei. Das ist wirklich die SCP Foundation. Das ist auch das richtige Logo. Okay. Und die laufen hier einfach so rum und das fällt nicht auf in dem Outfit. Alles klar. Was ist jetzt los? Was passiert da draußen? Kann ich... Ja, ich dann... Okay. Waffenschlüssel. Auf. Knarre. Der Typ? Hi, ich müsste noch kurz durchladen. Wo ist... Ah, hier. Hier ist die Muni. Auf wen... Nee, nicht auf dich. Auf wen gehen wir überhaupt? Auf den, der gerade durchgerannt ist. Mann. Okay, jetzt habe ich's vergeigt. Aber die Jungs können anscheinend auch gar nichts, weil die standen direkt nebendran und haben nichts gemacht. Bruder, du wirst gesucht. Das Bild da passt. Deswegen drücke ich einfach mal das. Und wir nehmen den Kollegen fest. Ich bin wirklich unschuldig. Nee, bist du nicht. Das Bild sagt was ganz anderes. So, dann einmal abführen und entfernen. Ich nenne es entfernen. So, wir warten kurz. Gleich, einen Moment. Hat sich gleich erledigt, das Problem. Ja, da ist es. Da ist es. Es wäre jetzt noch schön, wenn das irgendwie durchgestrichen wäre. Weil, ne, einer von der Liste abgehakt. Aber ne, ist es nicht. Jo, Zeit nach Hause gehen, Computer runterfahren, das war's. Wir sind fertig für heute. Ja, ist doch geil. Ich habe jetzt keinen einzigen Fehler gemacht. Das lief quasi flawless. Was ist dieses unfassbar nervige Geräusch? Ist das der blöde Bus? Ist das... Ja, was da hinten hat sich verhakelt. Die kommen nicht ganz klar. Okay, cool. So, dann würde ich einmal sagen, ich kaufe ein Bier. Dann einmal Zigarette. Und das andere war Schokolade, ne? So, muss ich das bezahlen? Ich habe das einfach so schon. Der Typ... Ist der überhaupt echt? Oder ist das ein Mannequin? Okay, ich habe noch 17 Münzen. Was auch immer wir hier für eine Währung haben. Ich habe noch 17 Münzen. Ich gehe jetzt zurück zur Bushaltestelle. Und dann fahre ich heim, dann habe ich noch 14, weil eine Busreise kostet 3. Und dann habe ich aber alles, was ich brauche, um meine Familie happy zu machen. Das Land ist komisch, die Leute gehen einfach durch Autos durch und gehen random über die Straße. Das ist ganz komisches Land, wo ich hier arbeite, also muss man schon sagen. Guten Tag Familie, ich bin da. Habt ihr mich vermisst? Natürlich habt ihr mich vermisst. Sie ist gerade super happy, das heißt, ich muss ihr die Zigarette gar nicht geben. Das ist cool. Dann die Schwiegermutter, der geht's sowieso gut. Der Onkel, dem geht's nicht so gut. Deswegen gönn dir das. Was ihn quasi überhaupt nicht juckt, weil er wahrscheinlich mehr als eins will. Aber mehr als eins habe ich gerade nicht. Und ein Söhnchen, guck mal.
kümmert sich ab. Da freut er sich. Ne? Der ist dankbarer als der Onkel. Okay, das heißt, ich muss einfach immer dran denken, dass ich das Zeug kaufe. Und dann... Jo, kommen wir durch. Und dann muss ich eben auch noch Miete zahlen. Und ich muss noch Sachen einkaufen für den Herz. Und dann eben... Ah, okay, ich kann ja dann auch einstellen... Ich wollte gerade sagen, Sachen für den Herd und eben Lebensmittel. Das heißt, ich kann hier einstellen, ja, wir heizen quasi oder wir essen. Okay, essen, die sind gerade alle nicht hungrig, sonst würde das drunter stehen, mein Onkel ist kalt. Das heißt, ich würde sagen, wir heizen und er ist krank, das heißt, er braucht Medizin. Ich mach das einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich die am Leben halten werde. Ich habe nur noch 6 Grävne, heißt die Währung übrigens. Aber ja. Okay, ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei Border Officer. Schreibt mir gerne hier unten drunter, ob ich das weiterspielen soll. Ich wäre auf jeden Fall dazu bereit. Wie gesagt, das Spiel ist ein bisschen weird, aber es ist gleichzeitig ein geistiger Nachfolger von Papers, Please. Deswegen mag ich es auch irgendwie und die Weirdness tut ihm gut. Ist nicht so schlimm wie bei Sneak Thief, wo es halt eher ablenkt. Das hier ist, es ist halt ein bisschen trashy, aber es ist so noch das gute Trashy. Also nicht so trashy, dass es wirklich schlecht ist, sondern gerade so trashy, dass es diese ganz dünne Linie läuft, wo es gerade noch gut ist. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Daumen zum Like-Button aufs Maul zuhören. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Ich weiß übrigens nicht warum, aber dieses Haus hier erinnert mich richtig heftig an House Flipper. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, oder?